Für meinen Salat brauche ich heute 3 Karotten, 25 Gramm Walnusskerne, 2 kleine Knoblauchzehen und ein Löffel Creme fraiche. Wir fangen damit an, dass wir die Karotten schälen. Jetzt schäle ich noch die Knoblauchzehen. So, die Karotten sind geschält. Jetzt reibe ich sie alle mit einem großen Beifuß. Die Karotten sind fertig. Jetzt fülle ich das einfach nur in eine Schüssel um, wo mein Salat nachher drin bleiben soll. Und weiter geht es mit den Nüssen. Die Nüsse schneide ich einfach nur ein kleines Stück oder hacke sie ganz klein. Nüsse gebe ich zu den Karotten dazu. Als nächstes presse ich den Knoblauch durch die Presse. Und gebe einen Esslöffel Creme fraiche dazu. Jetzt nur noch alles richtig schön vermischen. Salat in eine kleinere Schale füllen und ihr könnt ihn schon servieren. Guten Appetit!